Die ZDF-Show Wetten, das soll trotz des schweren Unfalls vom Wochenende fortgesetzt werden. Ein Kandidat war schwer verletzt worden bei seinem Versuch, auf Sprungfedern über ein fahrendes Auto zu gelangen. Laut ZDF sahen 8 Millionen die Live-Bilder am Samstagabend. ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut erklärte, der Sender werde das Format Wetten, das nicht absetzen, aber alles dafür tun, solche Sendungen künftig sicherer zu machen. Wir werden natürlich Konsequenzen aus diesem Unfall ziehen. Wir wollen so etwas in Zukunft vermeiden. Es wird aber nie eine hundertprozentige Sicherheit geben, nicht in Fernsehshows und auch nicht in anderen Situationen des Alltags. Also trotzdem wollen wir dort mehr machen. Wir haben einen sehr intakten Sicherheitsapparat bei Wetten, das ist es ja über 29 Jahre nie etwas so Schwerwiegendes passiert, sodass wir eigentlich nur an einer Stelle noch etwas verändern können. Das heißt, dass wir bestimmte Formen von Wetten dann einfach nicht mehr machen werden. Bayerns Ministerpräsident und ZDF-Verwaltungsratmitglied Horst Seehofer zeigte sich nach dem Unfall erschüttert. Ich bin auch sehr, sehr betroffen über diesen Vorgang am Samstagabend im ZDF, wenn Wetten, das. Also das erschüttert einen schon. Aber ich bin in solchen Fällen immer dagegen, dass Politiker wieder eilfertig sofort ihren Senf dazugeben. Sie dürfen davon ausgehen, dass wir im ZDF-Verwaltungsrat sicher darüber reden werden. Also ich habe da immer innere Widerstände über meine Berufsklasse und Berufskollegen, was die gleich alles wieder wissen und trotzdem zuschauen. In Berlin fanden viele Passanten, dass sowohl der Kandidat als auch das ZDF verantwortlich für den Unfall seien. Die hohe Einschaltquote, die sie haben müssen, die Quotenabhängigkeit auch beim ZDF, gerade beim ZDF. Und also das gibt einen schon zu denken und ich halte die für auch mitverantwortlich, dass sie diese Vorführung haben zugelassen. Ich denke mal, jeder ist für das verantwortlich, was er macht. Und wenn er denkt, er muss da so eine Show abziehen und einen Unfall dabei, ist das sein Schaden. ZDF hätte vielleicht ein bisschen vorher gucken müssen, ob da was passieren kann oder nicht. Ne? Der 23-jährige Student, der auch als Turner und Stuntman aktiv war, erlitt ernsthafte Rücken- und Halsverletzungen durch den schlimmsten Unfall in 29 Jahren, Wetten, das. Die Show gilt europaweit als erfolgreichste, mit einem langjährigen Reichweitendurchschnitt von über 10 Millionen Zuschauern. Die Show wurde erstmals in ihrer Geschichte abgebrochen. Die Sendung abzubrechen.